Chili. Du machst mir Panik, Alter. Oh. Oh mein Gott. Welcome back zu einem neuen YouTube-Video. Ich habe hier zwei Special Gäste, Alex und Rick. Denn wir werden heute die schärfsten Soßen, die ich im Internet gefunden habe, testen. Und währenddessen müssen wir auch spicy Fragen beantworten. Wir fangen mit einer nicht so scharfen Soße an. Und hier ist dann die allerschärfste. Und wenn wir die Frage nicht beantworten, dann müssen wir richtig viel von der Soße drauf machen. Und wenn wir die Frage beantworten, machen wir die Light Version und müssen nur so einen kleinen Tropfen drauf machen. Seid ihr ready? Oh, Alter, Leute, ich kann Schärfe gar nicht abhaben. Für Rick wird es kein Problem sein. Das da hinten sieht aus wie aus dem Labor, Alter. Warum ist das so klein? Das ist echt. Wahrscheinlich der Tod. 3 Millionen Scoobies. 3 Millionen? Ja. Was? Ja. 3 Millionen? Mit wem hattest du das letzte Mal etwas? Ja, okay, also das kann ich ja eigentlich relativ easy beantworten. Also ich mit Lucy. Ich mit Alex. Spaß! Also ich glaube, das sollte privat bleiben. Okay. Was? Okay. Ja gut, dann also Rick muss heute richtig reinhauen. Ja! Oh, fuck. Es reicht jetzt! Ich zieh nur einen Kopf, gell? 3, 2, 1, cheers! Okay, ja. Schon so ein leichter Nachspice. Entspannt, Leute, entspannt. Echt? Okay, was magst du an den Personen im Raum nicht? Bei Alex, dass er einfach vor allem und jedem Schiss hat. Ja, und ich mag es nicht, dass er nicht checkt, dass man auch mal eine Spinnenangst haben kann. Auch wenn die Spinne mir nicht tut. Und bei Lucy mag ich nicht, dass sie mir in der Früh nicht Hallo sagt. Die stapft immer so ins Bad. Ja, ich schlafe noch! Ich mag nicht bei Lucy, dass sie manchmal schmatzt. Ja. Okay, Alex, Real Talk, wenn ich dir etwas sage und dann sagst du, nee, hast du mir nie gesagt, obwohl du einfach nicht richtig zugehört hast und ich es schon gesagt habe. Drückt sich einfach nicht richtig aus, aber gut, das hier hast ist ja keine, wir wollen hier nicht debattieren, okay, gut. Bei Rick, das ist ja manchmal eigentlich ähnlich wie Alex, dass er nicht so was? Einfühlsam ist. Boah. Das sieht aus wie Kotze, oder? Ja. Das ist für mich echt schon der Tod, glaube ich. Oh, mein Bauch tut jetzt schon weh. Hoffentlich ist es so richtig asoziale Wasabi-Schärfe. Ich fühle mich gar nichts. Wie viel ist das? 800? Ja. Wie viele YouTuber bzw. TikToker hast du schon geküsst? Kann ich einfach beantworten. Also ich habe... ja, erzähl erst mal! Eine Person. Hä? 3, 2, 1. Ja, okay! Junge, was? Und du jetzt? Wie viel? Ja, so dann 4. Die wollten ja mich richtig antworten! Ja, dann antworte du noch mal, wenn du es so gut kannst. 3 bis 4. Okay, genau. Junge, ich glaube, es wird so ein Jump von der sein, weil das ist 1000 und das ist dann 200.000. Boah, Junge. Ich glaube, wir müssen mehr drauf tun. Nee, 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 das kommt noch. Nee, nee, nee. Aber ich finde es schärfer. Ab jetzt kommen Special-Fragen für jeden. Für Lucy. Okay, Alex vor. Wenn du nie mit Alex zusammengekommen wärst, würdest du was mit Rick haben? Wegen kam diese Frage? Was? Keine Ahnung. Schau, du siehst ihn im Club. Vielleicht. Gut aussehender Mann. Aha. Vielleicht. Aha. Aha. Rudi, keine Sorge. Ich hab Angst. Keine Sorge. Ich glaube, ich zieh aus. Rick, was war das Unangenehmste, das du bei deinem Seriendreh machen musstest? Weiß nicht. Ich musste halt echt viel rumknutschen vor Leuten, die dann vor, keine Ahnung, 5, 6, 7 Leuten in einem Raum, die mir zugeschaut haben, mich gefilmt haben. Es war schon ziemlich. Ich dachte schon, er muss mit 5, 6 Leuten im Raum. Ich bin einmal neben den Füßen, einmal neben den Füßen von Maxine aufgewacht. Aber das war, oh, gar nicht, das war gar nicht so unangenehm. Also alles gut, alles gut. Aber das, diese ganzen Knutsch- und Bettszenen. Wie ganz, wie viele waren da? Da ist schon die eine oder andere. Okay, das ist echt krass. Ich muss sogar einfach in der Küche stehen und rumknutschen. Okay, Alex, deine Frage. Hast du schon mal mit einer Person geflirtet, als du in einer Beziehung warst? Was ist Flirten? Komplimente und so. Nee. Das meine ich ehrlich. Okay, wir wissen alle nicht so viel. Was passiert jetzt? Müssen wir das anziehen, oder was? Ja, also ich will schon mich schützen bei 200.000. Boah! Was? Die riecht schon richtig krass. Boah, Alter, ich hab... Ah! Ja, Digga, ich hab... Am meisten. 3! Alter, was, wenn ich jetzt in den Unfall? Nein, du willst nicht um! Von einem Du Punkt. Darfst dich nicht reinsteigern! Okay, let's go. Alex!
Boah. Alex! Alex! Hör auf, was machst du? Setz sie doch hin! Warte, du machst mir Panik, Alter! Nein, Alex! Soll ich dir was holen? Bibi, wo bist du? Oh! Rick, kannst du mal helfen? Mir geht's auch nicht so gut! Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich glaube, der Mann geht ins Krankenhaus. Das geht so schlimm. Leute, kleine Eskalation hier. Okay, wir machen weiter. Alex. Kein Kommentar. Bestes Sextoy, das du je benutzt hast. Alex, du willst mehr Tropfen? Nein! Was ist das nächste überhaupt? Da Bomb. Also das haben die auch in so einer Show in Amerika benutzt. Oh. Und wer? Tom Holland hat geheult. Oh man, that's the worst thing I've ever put in my mouth. Hast du Gefühle für Theresa? Nicht sie Freundschaft. Auf jeden Fall, sie hat auf jeden Fall einfach zu meinem Herz. Okay, lass uns durchgehen. Bei The Bomb, da kommt jemand. Hier steht, 2,4 Millionen ist tödlich. Ich will euch keine Angst machen, aber... Aber hey! Wir schauen mal, wie es weitergeht. Scheiße, sieht aus wie so ein Todestropfen, so ein Bluttropfen, der dich umbringen wird. Oh! So viel! Bevor wir das essen, Kommentar-Shoutouts gehen an Sarah, Chrissy und Matthias. Kommentiert, nächstes Mal gibt es einen Kommentar-Shoutout für euch. Let's go. Okay. Cheers. Cheers. Oh Gott, gar nicht. Geht's bei dir? Ich glaube, die Technik war gut zu essen. Ich hab hier hinten gegessen und dann einfach schnell runtergeschluckt. Nicht gut. Junge, ich brauche irgendwas. Ich mag Schärfe eigentlich, ich liebe Schärfe, aber das ist halt einfach, das ist ja kein Gewürz mehr, das ist ja einfach nur Killer. Ha. Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was war das Schärfste, was ihr je gegessen habt. Welche Schärfe ist ja, das? Ja, das ist auf jeden Fall schon eine solide 8. Boah, bei mir schon 9. Oh, soll ich mal schauen, wie viel das nächste ist? Ich glaube, das ist so 800. Oh. Warte mal, und das war wie viel? Ich glaube 300. 800! 1000! Das, was draufsteht? 900 times hotter than jalapeno chili. 900 mal schärfer als die Chili! Bei der Chili sterbe ich doch schon! Die ist richtig schlimm, die Frage. Welchen TikToker oder YouTuber magst du gar nicht? Das können wir nicht beantworten, aber wir können auch nicht einen fetten Schwupser davon. Nee. Ich weiß ja nicht, Leute. Ich bin nicht so einer. Ich kann sowas nicht sagen. Ich sag es jetzt aber unter uns, okay? Leute, teilt's auf keinen Fall weiter. Alex Freerun. Du Arme, fick dich! Okay, Leute, wir haben uns jetzt einfach geeinigt. Wir nehmen jetzt einfach Andrew Tate, den meistgehassten Mann im Internet. Wo kommt der Typ her? Was willst du denn jetzt? Alex liest die ganze Sachen. Geh einfach vor. Weg! Eigentlich ist noch nie jemand wirklich an Schärfe gestorben. Ja. Danke. Er hat geschrieben, er hat mal 7,1 Millionen Skrull. Alter. Er hat sich halt danach übergeben und was auch immer. Ist Junge, ich hab das gerade gerochen. Never. Bye. 20.000 Likes müssen Alex und Theresa das mit uns machen. Die kommen nicht mehr drum rum. Ja, also stimmt, alle Daumen nach oben. Wir machen es jetzt hier so mini dran. Das ist drei. Das ist schon. Ich würde sagen, cheers. Ich hab Angst. Boah, boah. Boah, das hat so einen richtig ekligen Geschmack. Junge. Das hat so einen ekligen, so ein bisschen vergammelten Geschmack. Was, vergammelt? Ja. Oh. Was denn? Ich kann nicht mehr. Ich habe so Angst, dass es so eine schlimme Frage wird. Was war der höchste Betrag, den du für eine Kooperation bekommen hast? Was? Das können wir nicht beantworten. Willst du beantworten? Also ich nicht. Schaut mal, Leute. Drei Tropfen. Was, drei? Außerdem, keine Ahnung, ich werde doch jetzt nicht meine Finanzen offenlegen. Was soll das denn jetzt? Drei. Zwei, eins, Tür. Die Technik ist am Start. Schlimm. Oh mein Gott. Die hinten, das brennt hier so. Von 1 bis 10? 9,5. Bei mir ist es doch eine 9, glaube ich. Letzte Frage. Du bist wirklich 3 Millionen. Ich war zu viel, oder? Das ist krank, ich höre, ich kann nicht mehr. Was war das Komischste, auf das du masturbiert hast? Was sind das für Fragen? Das sind Fragen, die man nicht beantworten soll! Ich hab keine Ahnung! Ah! Oh, mein Bauch. Oh.
Was, drei? Ja, natürlich. Wenn du nicht beantwortest. Doch nicht drei. Bist du beantworte auch nicht. Das sind drei Tropfen. Nix da. 1, 1.